Hallo und willkommen zurück zu unserem Video. Heute möchte ich gerne mit euch teilen, welche Bücher ich mir für den Dezember 2021 auf meine Leseliste gepackt habe. Wie immer gehe ich vorher ganz kurz durch, welche Bücher ich mir für den Vormonat auf die Leseliste gepackt habe und ob ich diese auch alle geschafft habe. Es waren wie immer fünf Bücher, allerdings mit zwei optionalen Büchern, denn es gab zu zwei Büchern auf der Leseliste auch noch Fortsetzungen, die ich optional hätte lesen können. Ich zeige euch mal die fünf Bücher. Das sind sie. Und zwar, ich gehe mal von oben nach unten durch. Ace of Spades ist ein Einzelband, habe ich gelesen. Tess von Thomas Hardy habe ich gelesen. Cybertrips von Marie Grashof habe ich gelesen. Und da war halt eben auch die Option, den nächsten Teil aus der Reihe, nämlich Bitterhearts, auch noch gleich zu lesen und damit die Reihe auch direkt abzuschließen. Das habe ich halt eben auch noch getan. Dann Finding Back to Us von Biara Yosivony habe ich gelesen. Und zuletzt haben wir dann noch These Violent Delights von Chloe Gong, was auf meiner Leseliste war, was ich allerdings nach 150 Seiten ungefähr abgebrochen habe, weil es mich einfach irgendwie total gelangweilt hat und ich überhaupt nicht in der Story drin war und überhaupt kein Interesse daran, irgendwie weiterzulesen. Und dementsprechend, ja, die zweite Option war halt noch, oder das zweite optionale Buch war halt eben noch die Fortsetzung zu diesem Buch. Das war Our Violent Ends, kam nämlich auch im November gerade erst raus, deswegen hatte ich mir das ja extra für diesen Monat auf meine Leseliste gepackt. Aber ja, es sollte einfach nicht sein. Und somit habe ich quasi alle Bücher geschafft. Also ich zähle das ja für meine Challenge auch mit abgebrochenen Büchern, dass ich die halt eben geschafft habe. Ich zwinge mich ja halt nicht dazu, diese Bücher auch wirklich dann zu beenden. Das waren eben die Bücher aus dem Vormonat und jetzt komme ich zu den Büchern, die ich mir für den Dezember auf meine Leseliste gepackt habe. Und ich muss sagen, der Dezember ist für mich ein bisschen schwer vorhersehbar, wie viel ich da tatsächlich so zum Lesen kommen werde. Denn ich bin ja normalerweise eine Vielleserin. Also ich verbringe meine Abende so gerne einfach mit Lesen oder mit Hörbuch hören. Wenn andere Leute sich so den Fernseher anschmeißen, dann packe ich mich irgendwie in meinen Lesesessel und ja, hau einfach so 2, 3 Stunden irgendwie mal einfach so Bücher weg. Und ich gucke sehr, sehr wenig Fernsehen normalerweise. Also in letzter Zeit lief der genau einmal die Woche, samstags abends, wenn The Masked Singer kam. Ist jetzt aber auch schon wieder vorbei, die Sendung. Und ich gucke einfach irgendwie nicht so viel Fernsehen. Aber im Dezember ist so ganz oft die Zeit, wo es mich einfach irgendwie überkommt, wo ich ganz viele Filme gucke, die dann halt zum 100. Mal irgendwie im Fernsehen laufen. Und ich habe sie auch schon 100 Mal geguckt, kann sie schon mitsprechen, aber ich gucke sie immer wieder gerne. Oder ich habe sie teilweise sogar auf DVD und gucke sie eben von DVD. Oder ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Ich zocke dann auch viel gerne irgendwie in dieser Zeit. Und dann ist noch die Weihnachtszeit, wo man natürlich irgendwie auch noch andere Dinge um die Ohren hat. Und deswegen ist der Dezember für mich so ein bisschen schwer vorhersehbar. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich diese Leselisten erstelle, ich packe mir 5 Bücher auf diese Leseliste und weiß, okay, das werden nicht die einzigen Bücher sein, die ich in dem Monat lese. Also normal lese ich ja schon so um die 10, manchmal sogar 15 oder so. Deswegen gibt es ja noch irgendwie die Möglichkeit, andere Bücher drumherum sozusagen zu lesen. Aber diesen Monat habe ich halt eben im Hinterkopf gehabt, okay, ich packe mir jetzt 5 Bücher auf meine Leseliste, die potenziell die letzten 5 Bücher sein könnten, die ich tatsächlich in diesem Jahr lese. Und ich möchte natürlich das Jahr mit so richtigen Banger-Büchern irgendwie beenden, richtige Highlights nochmal raushauen, Bücher, die mich begeistern und die einfach irgendwie Highlight-Potenzial haben und ja, dass ich halt irgendwie mit so einem guten Gefühl aus dem Jahr rausgehe. Und deswegen habe ich mir wirklich 5 Bücher auf meine Leseliste gepackt, bei denen ich denke, dass sie mich richtig begeistern könnten. Und die ich halt eben auf jeden Fall noch dieses Jahr lesen wollte. Und da sind auch 2 dabei, die ich tatsächlich noch gar nicht hier habe, die ich dann als E-Books oder vielleicht auch als Hörbuch lesen werde. Aber ich fange erstmal mit einem Buch an, bei dem mir ja fast keine andere Wahl blieb, als es jetzt eben im Dezember mir auf die Leseliste zu packen. Man kann es theoretisch natürlich auch jederzeit lesen, aber es liegt schon sehr nahe. Und zwar ist es December Dreams. Das ist nämlich ein Adventskalenderbuch. Das spiegelt ein bisschen, es tut mir leid. Es ist ein Adventskalenderbuch, das heißt, es gibt hier dran 24 kleine Geschichten plus noch eine kleine Bonusgeschichte für Silvester. Und ja, das ist halt eben so gedacht, dass man jeden Tag eben so eine Geschichte liest
Und ich finde, das ist eine so süße Idee. Ich habe das schon häufiger mal irgendwie bei anderen gesehen, habe allerdings noch nie selber so ein Buch gelesen. Und als ich das eben gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ah, du kannst das eigentlich mal mitnehmen. Das ist irgendwie ganz schön für den Dezember, so jeden Tag irgendwie so 20, 30 Seiten oder so aus diesem Buch zu lesen. Stelle ich mir irgendwie ganz schön vor und ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Da sind auch ganz tolle Autorinnen dabei. Ich lese das mal vor. Jennifer Benkau, Alana Falk, Sandra Grauer, Stephanie Hassel, Bianca Josivoni, Jennifer Alessiager, Stephanie Lasthaus, Julie Leutze, Kira Licht, Kim Nina Ocker, Mani Schäfers, Claudia Siegmann, Rose Snow, Julia Stein und Stella Tack sind mit dabei. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf. Und wie gesagt, es lag irgendwie nahe, das Ganze jetzt im Dezember zu lesen. So, das nächste Buch, was ich mir auf die Leseliste gepackt habe, habe ich eben noch nicht hier, denn es ist eine Neuerscheinung. Und zwar ist es ein Buch, das im Oktober erschienen ist. Und es ist von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Und ich wollte es eigentlich sofort lesen, aber bin irgendwie immer noch nicht dazu gekommen, wie das dann halt immer so ist. Und zwar ist es Gilded von Marissa Meyer. Das ist ja ein Reihenauftakt tatsächlich. Also ich dachte ganz, ganz lange, dass es ein Einzelband wäre. Aber tatsächlich ist es ein Reihenauftakt, habe ich jetzt gerade erst gelesen. Es ist ein Rumpelstilzchen-Retelling. Es ist halt mal wieder Fantasy. Und ich liebe die Bücher von Marissa Meyer. Und deswegen bin ich da schon so, so gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, ich habe es eben noch nicht hier, weil ich es in der Fairyloot-Ausgabe bestellt habe. Und die kommt vielleicht im Dezember an, vielleicht auch nicht, aber ich kann es halt eben auf jeden Fall auch theoretisch als Hörbuch hören oder mir einfach als E-Book kaufen. Und ich möchte es auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen, weil ich halt eben, ja, sehr, sehr sehnliches erwartet habe und es eigentlich nicht glauben kann, dass es jetzt schon einen Monat raus ist und ich es immer noch nicht gelesen habe. Ja, dann das nächste Buch, was ich eben auch als E-Book oder Hörbuch lesen werde, ist Girls of Fate and Fury von Natasha Nyang. Das ist der dritte Teil zu Girls of Paper and Fire. Kam jetzt gerade erst diese Woche tatsächlich heraus und ich bin so extrem gespannt auf diesen Reihenabschluss. Und ich bin auch ein bisschen ängstlich, ein bisschen nervös, weil ich tatsächlich nicht weiß, wie Natasha Nyang Reihen so beendet. Ob sie einem richtig das Herz bricht. Oder ob ihre Reihen eigentlich ganz gut enden und so ein bisschen so ein Happy End haben, weil es ist eine sehr düstere Reihe, muss man dazu sagen. Und die Charaktere, meine Babys, haben schon ein bisschen sehr leiden müssen. Und ich möchte einfach nur, dass sie glücklich sind. Und ich bin mega, mega gespannt und hyped einfach auf diesen Abschluss und möchte den jetzt sehr, sehr bald lesen und freue mich da sehr drauf, auch wenn ich, wie gesagt, sehr nervös bin. So, dann habe ich noch ein Buch auf meiner Leseliste, was jetzt gerade erst vor kurzem eingezogen ist, was ich allerdings schon mega lange auf dem Schirm hatte, weil es extrem gehypt wird und es noch etwas klingt, was mich sehr begeistern könnte. Und zwar ist es The Song of Achilles von Madeline Miller. Gibt es ja auch auf Deutsch unter dem Namen Das Lied des Rhythm und ist jetzt schon ungefähr 10 Jahre alt. Also jetzt kam gerade die 10 Years Anniversary Edition heraus und wurde eigentlich seitdem gefühlt fast durchgängig irgendwie immer gehypt. Also zumindest kam das bei mir so an oder es ist zumindest jetzt auch gerade wieder vor kurzem so ein bisschen dieser Hype so aufgekommen. Man hört irgendwie ständig von diesem Buch und man hört so viel Gutes irgendwie darüber, dass es eine sehr berührende Geschichte sein soll, die einen wirklich, wirklich sehr mitnimmt und die einen emotional zerstört und das mag ich ja manchmal ganz gerne, wenn mich Bücher so ein bisschen emotional zerstören. Und es ist eine Geschichte mit May-May-Romance. Es geht eben um die Geschichte von Achilles und Patroclus, die normalerweise eigentlich ja eher so Freunde sind und hier sind sie halt aber eben Liebhaber und ja, ich bin so mega, mega gespannt und ich glaube, es könnte ein richtig, richtig gutes Buch halt eben werden und deswegen glaube ich, dass es genau an der richtigen Stelle jetzt ist, um es zum Jahresende noch zu lesen, um das Jahr mit einem richtigen Highlight irgendwie zu beenden. Bin da auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf, auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen ängstlich bin. Und dann habe ich zu guter Letzt noch ein Buch von einer meiner, ja, schon fast Lieblingsautorinnen. Also sie ist zumindest auf einem guten Weg dahin. Zumindest haben mich bisher alle ihre Bücher
begeistern können, die ich gelesen habe. Und zwar rede ich von Ashley Herring Blake. Und zwar habe ich von ihr noch Liebe ist wie Drachensteigen auf meinem Sub. Und das möchte ich jetzt auch unbedingt im Dezember noch lesen, weil ich einfach die Autorin liebe. Ich liebe ihre Bücher und ich glaube, dass auch das ein richtig tolles Buch werden könnte, was mich richtig begeistern könnte. Einfach weil mich die Autorin bisher noch nie enttäuscht hat. Und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Ich weiß irgendwie, die Protagonistin weiß irgendwie von ihrem Vater, dass der irgendwie ihre Mutter betrügt oder irgendwie sowas. Und darum geht es irgendwie. Und dann noch eine Liebesgeschichte natürlich. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich habe irgendwann mal den Klappentext gelesen, aber ich vergesse sowas dann auch gerne mal. Und möchte dann mich aber auch gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil ich mich dann einfach auch gerne so fallen lasse, einfach in diese Geschichten. Und ja, von Ashley Herring Blake kommt Anfang des Jahres auch schon wieder eine neue Geschichte raus. Und deswegen ist es jetzt auch eigentlich zeitlich ganz gut, dass ich jetzt dieses Buch von ihr lese. Wobei ich tatsächlich noch, ich glaube, 2 oder 3 habe ich noch von ihr, also die ich nicht habe, aber die ich noch vor mir habe sozusagen. Also die ich noch nicht gelesen habe, aber nicht auf dem Sub habe. So, also die ich noch theoretisch lesen könnte, aber ich freue mich auch auf ihr neuestes Buch und ich freue mich jetzt aber erstmal auf dieses Buch. Und das sind halt eben die 5 Bücher, die ich mir für den Dezember auf meine Leseliste gepackt habe. Jetzt habe ich allerdings noch ein optionales Buch, weil, ja, okay, irgendwie 5 Bücher, ich weiß nicht, wie viel ich überhaupt zum Lesen komme und ich weiß nicht, ob ich dieses Buch tatsächlich diesen Monat schaffen kann, weil ich nicht weiß, ob ich es rechtzeitig bekomme. Und zwar rede ich von Und wir tanzen über den Flüssen von Sophie Bichon. Es ist der 3. Teil der Love is Love Trilogie und ich bin so mega gehypt einfach auf dieses Buch und freue mich da so sehr drauf und möchte es eigentlich auch sofort lesen, wenn ich es dann bekomme. Aber ich weiß tatsächlich noch nicht, wann ich es bekomme, denn ich habe es vorbestellt, also immerhin schon mal, bei der Buchhandlung Graf. Es kommt am 13. Dezember heraus. Und die Bücher von der Buchhandlung Graf, die brauchen manchmal schon so eine Woche oder auch mal anderthalb, bis die bei mir eintreffen. Und dann kommt ja noch so das ganze Weihnachtsgeschäft dazu. Die Post braucht dann noch länger als sonst. Und deswegen weiß ich jetzt halt nicht, wann es tatsächlich dann bei mir eintrifft. Und dementsprechend habe ich es mir jetzt nicht auf meine Leseliste so richtig offiziell gepackt. Aber auch wieder so als optionales Buch. Also ich kann schon mal ankündigen, wenn ich es dieses Jahr noch bekomme, dann werde ich es höchstwahrscheinlich auch noch lesen. Also vorausgesetzt, ich bin mit den anderen Büchern dann auch schon soweit durch. Aber dann möchte ich es auf jeden Fall noch lesen. Aber ich weiß es halt nicht ganz genau, weil ich nicht mehr weiß, wann ich dieses Buch bekomme. Und ja, dementsprechend ist es halt nur optional auf meiner Leseliste. Und das waren jetzt eben die Bücher, die ich mir auf meine Leseliste gepackt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr eines von diesen Büchern schon gelesen habt oder falls ihr eines von denen auch gerne lesen möchtet. Und dann hoffe ich wie immer, dass ihr viel Spaß mit diesem Video hattet und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss!